Janis ist hochbegabt und autistisch. Ja, es heißt immer, oder viele Leute sagen, dass Autisten irgendwie keine Gefühle haben oder sowas. Aber ich muss sagen, das ist ziemlicher Schwachsinn, weil Autisten eigentlich viel mehr Gefühle haben, sie aber halt oft nicht so gut ausdrücken können wie andere Menschen. Was dann für andere oft so aussieht, als hätten sie keine Gefühle, obwohl sie eigentlich meistens sogar viel mehr Gefühle haben, nur es halt nicht so gut zeigen können. Beats Backstory, das ist geisteskrank, Chat. Also, ich bin der Janis, ich bin aktuell 14 Jahre alt, bald 15. Ich habe Asperger-Autismus. Asperger-Autismus ist generell eine leichte Form von Autismus, also es ist nicht so, dass ich irgendwie nicht sprechen kann oder sowas. Ich kann Leute auch angucken, also andere Leute anschauen. Und es ist auch nicht bei jedem gleich. Also meine Wahrnehmung von der Welt ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich irgendwie Farben anders sehe oder sowas wie bei Leuten, die da physisch beeinträchtigt sind. Sondern ich nehme einfach das gesamte Bild ein bisschen anders wahr. Dankeschön für die Monate. Wenn ich früher als Kind irgendwie ein Buch oder ein Bilderbuch angeschaut habe, dann war es auch so, es gab in den Bildern nie wirklich Vordergrund und Hintergrund. Also wenn im Vordergrund jetzt zum Beispiel ein Junge gesessen hat, der irgendwie auf ein Buch geschaut hat oder so, dann haben die meisten Menschen wahrscheinlich auf den Jungen oder auf das Buch geschaut. Ich aber habe zum Beispiel im Hintergrund irgendwie erkannt, wie das Sachen, zum Beispiel wie das der Kleber ausläuft oder dass irgendeine Ente ganz komisch aussieht oder das oder was da irgendwie auf dem Bild im Bilderrahmen zu sehen ist im Hintergrund oder sowas. Darauf habe ich dann immer geachtet. Komm, Janis! Chat, fahrt ihr auch mit solchen Teilen durch eure City? Meine Diagnose habe ich zur Grundschulzeit bekommen und beim gleichen einher wurde dann auch festgestellt, dass ich hochbegabt bin. Hochbegabt ist so ein Wort, ich benutze das selber nicht so gerne, weil ich nicht so bei anderen Leuten darüber angeben will. Im Endeffekt ist der Durchschnitts-IQ 100. Ab 130 ist man hochbegabt und ab 140 ist man höchstbegabt. Bei mir wurde jetzt ein IQ von 139 festgestellt. Genau, normalerweise spreche ich sehr, sehr schnell. Bro, wäre fast aufgestiegen, Alter. Promotion Games verkackt. Schnell. Ich versuche aber langsamer zu sprechen, damit man mich verstehen kann. Aber ja, schauen wir mal, ob es funktioniert. Ja, und ich glaube, dass ich so schnell spreche, weil ich irgendwie so viel habe, was ich sagen will, weil so viel raus muss. Und in meinem Kopf generell immer sehr viel los ist und deshalb spreche ich wahrscheinlich einfach sehr schnell, um das Ganze möglichst schnell rauszukriegen, weil ich keine Zeit verschwenden. Ich glaube, dass an einer Regelschule für viele Autisten zum Beispiel sehr, sehr ungeeignet ist, dass die Klassen so voll sind und immer so viel rumgelaufen wird. Es war generell einfach alles psychisch zu viel, also ich war emotional überfordert, aber vom Material her sehr unterfordert. Bei Geräuschen ist es auch so wie bei Bildern, dass es da auch nicht wirklich Vordergrund und Hintergrund gibt. Also wenn ich zum Beispiel früher, als ich noch zur Schule gegangen bin, in der Klasse gesessen habe, habe ich zum Beispiel sehr laut alles gehört, den Lehrer, die Klasse, das Ticken von der Uhr, die Gärtner draußen. Habe ich halt alles gleich wahrgenommen und auch gleich wichtig wahrgenommen. Und das hat dann dazu geführt, dass schnell einfach sehr viel zu viel wurde, weil ich einfach alles reingegangen ist und nichts wirklich gefiltert wurde. Die Schule hat einfach, ohne dass er dort etwas gelernt hat, 100%. Ja, er hat sich die Apple Pros geholt einfach. Er kann das richtig gut beschreiben, das stimmt. Ja, hab ein IQ von 125 und trotzdem dumm. Prozent seiner Kraft, überhaupt irgendwas zu machen, gefressen, sodass er auch am Ende wirklich nur noch im Schrank saß oder nur noch mit Decke über dem Kopf auf dem Sofa saß und dass dieses Kind, das eigentlich nur spricht, kein Wort mehr gesprochen hat, den ganzen Tag lang. Und das hat natürlich Einfluss auf das private Umfeld auch ganz massiv. Damals in der Schule kam es dann, je länger ich da war, immer häufiger vor, dass ich einfach von der Schule weggelaufen bin. Und als ich dann irgendwann zu Hause war, nicht mehr wirklich wusste, was ich auf dem Weg gemacht habe. Ich wusste, ich war in der Schule, bin irgendwie weg, aber ich wusste nicht mehr genau, was los war. Und das war dann auch ziemlich heftig. Und dann auch morgens, wenn ich losgehen sollte zur Schule, das war auch immer sehr, 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 sehr schlimm. Sehr, sehr schwer. Ich habe Angst vor IQ-Test, imagine unterdurchschnittlich. Ja, Lena, aber das ist so ein bisschen wie Penisgröße, wisst ihr? So,
selbst unterdurchschnittlich funktioniert gut und man kann damit gut in der Gesellschaft leben. Also unsere Gesellschaft ist ja einfach für den in den unteren IQ-Durchschnitt einfach angepasst. Und deswegen gar nicht schlimm. Muss man sich halt einfach eingestehen, dass man halt ein bisschen dümmer ist. Kanye West hat auch IQ von 80, weiß ich nicht. Aber Chat, ich habe einen IQ von 120. Ja, und das erschwert mir auf jeden Fall mein Leben. Ja? Mit den ganzen dummen Leuten zurechtzukommen. Bro, Tom, wir haben on-stream IQ-Test gemacht. Da war irgendwie bei 112 oder sowas. Und ich habe meinen IQ-Test so gemacht. Beim Arzt. Und beim ADHD-Test 120 von 100 Punkten. Real. Halte ich für ein Gerücht. Ist kein Gerücht. Gerücht. Mein Schrankzimmer war früher ein Zimmer in meinem Einbauschrank, wo ich... Chat, dumm sein ist wirklich einfach ein Blessing. Ich sag, wie es ist. Also nicht, dass ich so... dass ich extrem gerne sehr dumm wäre, so, aber du bist halt einfach glücklicher, weil du weniger hinterfragst und du viel mehr im Moment lebst und so. Du machst dir weniger Gedanken um das Drumherum. Ich glaube wirklich, dumm sein hat so viele Vorteile teilweise. Wenn ich Stuhl aufgehangen habe, da habe ich mich dann immer hingesetzt und das ist quasi zum Einsatz gekommen, Lena, wenn ich komplett meine Ruhe brauchte, mich zurückziehen musste. Meistens nach der Schule noch sehr oder nach anderen sehr anstrengenden Tagen habe ich mich dann dahin zurückgezogen, Schranktür zugemacht und war dann da alleine. Okay. Und da konnte ich mich halt wegen der Ruhe komplett ausruhen, also entspannen. Ich sag ganz ehrlich, aber der erinnert mich wirklich ein bisschen an Jona. Also irgendwie stelle ich mir Jona so vor. Abbauen, das hat tatsächlich sehr gut geholfen. Hier, brauche Ruhe. Bitte. Hochspannung, ich schlafe, ich tobe, ich bin glücklich, total genervt, müde, Hunger, denke nach, kein Zutritt, herein, nicht herein. Mhm. Ach so, da sind denn die Klammern. Hochspannung, nicht herein. Bist du gerade Hochspannung, Jona? Darf man nicht reinkommen? Darum kiffe ich mich jeden Tag dumm, aware. Das ist halt auch dumm, ne? Aber lass doch mal die Eier. Da gibt's was. Hier gibt's aber keine Eier. Also nachdem ich nachdem ich nicht mehr zur Schule gegangen bin, habe ich erstmal ein gutes Jahr komplett selber zu Hause gelernt. Also da hatte ich eigentlich gar keine wirkliche Schule. Ich war noch immer an der Schule gemeldet, aber halt dauerhaft krankgeschrieben. Und irgendwann haben wir uns dann verschiedene Fernschulen angeschaut. Und insbesondere ist uns da die Webschule dann ins Auge gesprungen. Und da bin ich jetzt auch seit, glaube ich, 3 oder 4 Jahren. Die Webschule ist auf jeden Fall eine bessere Schulform oder auf jeden Fall die passende Schulform für mich, sage ich es mal so, weil es gibt nicht viel Hintergrundgeräusche, es gibt keine anderen Leute, es ist ich und der Lehrer und ansonsten habe ich meine Ruhe und das funktioniert soweit eigentlich auch ganz gut. Guten Morgen, Patrick. Hallo, du bist frisch und ausgeruht hoffentlich. Genau. Dass wir starten können, sehr gut. Okay, jetzt hat er eine ziemlich krasse Jada-Chat-Voice, aber da klang er wirklich wie eine 40-jährige Raucherin. Wir starten heute mit... Bio. Richtig. Thema ist der Klima... Er sitzt wie Leid. True, er sitzt wirklich wie Leid. ...Wandel. Genau. Da werden wir nochmal einige Aspekte beleuchten. Ja, dass der Bauer, der die Bananen anbaut, einen angemessenen Preis... Stimmt, er sitzt Preis wie L. Genau. Er sitzt wie L. Aus Europa-Siegel für Produkte. Hä, der hat sogar die gleiche. Digga, er ist L. Er hat sogar die gleiche Handbewegung. What the fuck? Aus biologischer Erzeugung. Ja? Siehst also Kaltzeit, Warmzeit, Kaltzeit, Warmzeit. Bisher wurde es mir nicht ermöglicht, einen Schulabschluss zu machen. Aufgrund. Da muss man jetzt tatsächlich mal sagen, wegen der Bezirksregierung hauptsächlich. Wir haben zwar das Glück, dass wir ein super tolles Jugendamt haben und eine super... Okay, Chat, wer benutzt sowas zum Zocken? Tolle Jugendamtsmitarbeiterin, die das mit der Webschule auch alles bezahlt und mit der Therapie und sowas. Die sind hier super. Die Bezirksregierung macht absolut nichts dafür, dass ich irgendwie einen Abschluss bekomme und blockiert das wirklich aktiv. Was ich sehr schade und was ich sehr schade finde und noch nicht wirklich verstehe.
Digga, Bug, ich schwöre, wenn er den nächsten Minecraft-Server macht, ich wäre so happy. Vielleicht können wir ihn echt anfragen. Hat Janis neuen Antrag eingereicht, das dritte Jahr in Folge. Wieder ein Antrag auf ein befristetes Ruhen der Schulpflicht. Wir hoffen sehr, dass diesmal das Ruhen der Schulpflicht gewährt wird. Also er kann deswegen nur einen Schulabschluss machen, wenn die Schulpflicht ruht, weil er halt nicht im Schulbetrieb an Prüfungen teilnehmen kann. Das funktioniert nicht aus rein psychologischen Gründen. Das heißt, er müsste zu einer sogenannten externen Prüfung zugelassen werden. Danke. Und zu einer externen Prüfung wird man nur zugelassen, wenn halt keine Schulpflicht besteht, wenn die Schulpflicht ruht. Die L-Haltung heißt Asperger-Pose. Ah, okay. Die Therapie, die ich früher hatte, die hatte so das Ziel, mich so ein bisschen näher an die Welt heranzuführen und so ein bisschen zu schauen, dass ich mehr oder weniger in der Welt klarkomme, dass ich andere Leute verstehe, besser mit ihnen kommunizieren kann. Was mittlerweile eigentlich schon sehr gut funktioniert, sage ich mal so. Soziale Interaktion, das ist ein Bereich, der ist bei den meisten Kindern mit dem Asperger-Autismus anders. Ne? Wie ist das bei dir? Also soziale Interaktion, das ist hier, wie man sich mit anderen versteht und was man halt so... Oh, das Video ist doch zu laut, sorry. Ja, was da halt, dass man die anderen auch versteht, ja. Ne? Was die so denken und was die fühlen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, oder? Nee, das ist doch nicht einfach. Auch, also man selbst versteht die anderen nicht und die anderen verstehen einen selbst nicht. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen, als würden wir unterschiedliche Sprachen sprechen. Wollen wir uns noch mal einen angucken? Ja. Okay. Das Kind ist wütend. Das ist wütend. Woran erkennst du, dass das wütend ist? Dass in dem Mund so die Zähne so aufeinander gebissen hat und die Augen so schmal sind. Ja. Ja. Und woran noch? Dass die gerade so diese Faust hat. Ja, genau. Ne? So richtig die wütende Faust. Wie, wie ist es bei dir, wenn du wütend bist? Kannst du es zeigen? Weiß ich jetzt gerade nicht so spontan, das ist immer anders. Mhm. Mhm. Genau, das ist nämlich auch das Ding, ne? Nicht jedes Kind, das wütend ist, sieht ja gleich aus. Ja. Man erkennt das ja an so ein paar Sachen. Nicht jeder sieht so aus. Genau. Und die Therapie jetzt ist eigentlich aktuell hauptsächlich wegen Schule und wegen traumatischen Erlebnissen bezüglich Schule, weil das ja wirklich sehr extrem war. Und dann anderen Problemen, die ich halt noch so habe, wie Ticks oder Zwänge. Genau, so Wochenplan ist da und halt auch so eine Jahresübersicht. Mhm. Ist letztendlich. Keine Ahnung, ich finde einfach, sowas macht die Menschheit interessant. Ich spreche auch überhaupt nicht von, das ist hier, kann man auch nicht von einer Krankheit sprechen oder sowas. Das ist ja wirklich eine Persönlichkeit. Und ich finde, sowas machen Menschen unterschiedlich und interessant und individuell. Also ich finde es gut, dass es sowas gibt. Und dass jeder die Welt aus anderen Augen betrachtet. Dadurch haben wir eine total große Auswahl von Perspektiven. Und keine Ahnung, ich finde das nice. Also ich finde es gut, wenn man das diagnostiziert bekommt und wenn man dazu steht und wenn man lernt und akzeptiert, damit umzugehen. So ist jeder halt einfach sein eigenes Paar Schuh, ne? Das ja auch in meiner Prüfung schreiben. Genau. Dass ich da quasi auch so... Nee, Ticks sind nicht so wie bei Tourette. Keine Ahnung, das können verschiedenste Dinge sein. Also mein Homie, der hatte zum Beispiel, der mochte das gar nicht, wenn er nass wurde. Wenn es zum Beispiel geregnet hat. Dieses Gefühl, wie die Nässe so auf einen rauftropft oder sowas. Oder zu duschen. Ne? Also was sind die Anforderungen, was muss ich generell können bis dahin? Und das kann man dann auch so nacheinander durchgehen, abhaken, schauen. Das machen wir, sagen wir mal, von Oktober bis Dezember, das machen wir von Januar bis Februar, März und das machen wir dann von dann bis dann. Es ist ja auch so, dass wenn Schwierigkeiten auftauchen, wir gemeinsam gucken können, na, woran können wir arbeiten, woran sie liegen. Aber auch natürlich, was können wir vielleicht kommunizieren und besprechen mit Schülern. Ja. Na, so. Das sind ja ganz wesentliche Punkte. Super. Aber was ich schon sehr, schon auch erstaunlich, aber auch wirklich großartig finde, ne? Dass du so am Ball bleibst. Ja? Es gibt zwei Gründe, warum ich das mache. Der erste Grund ist, ich will es ja selber, also ich will ja irgendwas, ich will es ja am Ende fertig kriegen, ja. Mhm. Und es ist manchmal schwer, das kennt man, glaube ich, aus vielen Lebensbereichen, aber es wird am Ende funktionieren, ja. Es wird irgendwie klappen. Und andererseits mache ich das auch eigentlich einfach nur, oder auch um den Leuten so zu zeigen, nee, das muss nicht sein, ja. Man muss mich nicht in irgendeine Schule schicken, ja. Ich muss nicht in der Schule da vor mich hin, weiß ich nicht was,
da kaputt gehen. Ich kann das auch so schaffen und ich kriege das auch hin. Ja, einfach, weil ich mir denke, naja, so wie es bisher gelaufen ist, muss es ja nicht weitergehen. Mhm. Und es gibt immer irgendeine Möglichkeit, das anders zu machen, es besser zu machen. Wenn es sich jetzt herausstellen sollte, dass da Ängste aufkommen, dass du anfängst, nervös zu werden. Dann denke ich, glaube ich, an die zwei Regeln. Die erste Regel ist, es funktioniert. Die zweite Regel ist, wenn es nicht funktioniert, tritt Regel 1 in Kraft. Ja, und wir haben ja auch die Möglichkeit, dass wir hier nochmal ein paar Strategien uns einfach angucken, ne? Und erarbeiten für dich, wie das für dich vielleicht ein bisschen leichter werden kann. Ich finde, dass dieses Beispiel von Janis sehr deutlich zeigt, dass das System Schule nicht flexibel ist. Und dass wir mit guter Kooperation wirklich zu einem anderen Ergebnis hätten kommen können, wenn das ernst genommen worden wäre, ne, seine Grenzen, das, was er ja auch sehr gut formulieren kann mittlerweile, seine Grenzen, seine Überforderungen. Genau, mein Schaukelschrank ist natürlich noch da, allerdings nicht mehr mit dem gleichen Inhalt. Mittlerweile hängen da jetzt meine Klamotten drin, unten stehen auch noch ein paar Sachen drin, weil ich ihn halt nicht mehr so wirklich brauche wie damals, um mich so komplett daran zurückzuziehen, weil ich immer seltener diese Situation habe, in der ich wirklich so stark mich abkapseln muss. Wenn ich dann Ruhe suche, dann finde ich die auch auf meinem Bett oder auf meinem Sofa. Dann kann ich meine Tür zumachen, das ist dann auch klar für alle, dass ich dann meine Ruhe haben will. Ich könnte theoretisch immer noch rein, nur der Stuhl hängt dann nicht mehr da. Aber die Sachen, die außen drauf stehen, die mussten einfach da Kaktusgarten? Bleiben aus Gründen, weil sie früher auch schon da waren und ich habe es irgendwann dann gemacht und ja. Nahm ja das Schaukelschrank. Deshalb ist es aber da geblieben. Sonst box ich dich. Geil, wie er hier einen Akzent mit eingebaut hat. Gehört doch irgendwie mittlerweile irgendwie zu diesem Schrank dazu, finde ich. Veränderung an sich ist auch immer schwer bei mir. Wenn ich mich einmal so daran gewöhnt habe. Schöner Kalender. Wenn eine Sache so ist, dann ist es irgendwie immer, fühlt sich immer falsch an, wenn es dann irgendwas anderes ist, wenn sich irgendwas verändert. Das erzeugt dann auch einen gewissen Stress immer. Muss man noch tiefer rutschen? Dann kann ich mir doch dazwischen. Darf ich mal zwischen euch? Aber ich mache lieber auf die höhere Töne. Du machst es die höheren Töne, okay. Ich hätte auf gar keinen Fall gern, dass mein Autismus weg wäre, weil es behindert zwar an manchen Sachen, aber es befähigt auch manche Sachen und es gibt einem nochmal einen ganz anderen Blick auf die Welt. Und deshalb muss ich sagen, auch wenn es manchmal schwer ist, bin ich schon grundsätzlich froh, dass es so ist und würde es auch nicht wegwünschen. Na? Manchmal helfen, manchmal zerstören. Ein Bruderherz. Staged. Ja. Oh, das ist aber süß. Würde mein Bruder immer helfen und nie im Stich lassen. Das ist mein bester Bruder der ganzen Welt. Ich würde mir wünschen, dass die Gesellschaft generell mehr über Autismus versteht oder das generell mehr akzeptiert und hinnimmt und sich auch so wie möglich anpasst. Ich verlange nicht, dass sich jeder komplett dem Ganzen anpasst, weil das geht nicht. Und das wäre auch deutlich zu viel verlangt. Aber ich verlange auf jeden Fall Toleranz. Jo, also wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben geben. Und wenn ihr diese Art an Videos spannend findet oder generell diese Beiträge spannend findet, dann könnt ihr auch natürlich gerne den Kanal abonnieren, auch wenn es eigentlich gegen meine Ideologie geht, Werbung zu machen. Aber in dem Fall lohnt sich das, glaube ich, wirklich, weil es ein toller Kanal ist und man da auch wirklich sehr viel erfahren kann. Und falls ihr in eurem Umfeld Leute kennt, die irgendwie im Autismus-Spektrum sind oder es vielleicht selber seid, dann schreibt doch gerne einen Kommentar, weil die Kommentare unter dem letzten Video, die waren wirklich 99% alle super nett. Danke dafür. Boah, Alter, crazy.